Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen neuen Video für Train Sim World 3. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor wir mit dem Video hier loslegen, ein ganz großes Dankeschön an jeden von euch. Ihr seid unfassbar. Was dieses Wochenende auf meinem Kanal los ist, wirklich unglaublich. Riesengroßes Dankeschön für jeden Like, jeden Kommentar, jeden Aufruf, alles einfach. Ihr seid wirklich der Hammer. Danke, danke, danke. Ja. In diesem Video geht es um diesen Zug, nämlich den ICE1 Klimaschützer vom guten Matt. Der hat nämlich sich den ICE1 geschnappt und gleich mal den Klimaschützer daraus gemacht, den grünen Streifen draufgepackt, den Zug auch getauft. Auf welchen Namen gucken wir uns gleich an, wenn wir ins Spiel springen. Und ein großes Dankeschön geht natürlich an den Matt raus. Findet ihr, wie gesagt, im Creators Club. Müsst ihr einfach auf Abonnieren klicken, dann könnt ihr den im Spiel benutzen. Ihr braucht noch die Logomod, den Link dafür packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das ist eine tschechische Seite, eine tschechische Zugsimulationsseite. Da gibt es aber so einen Button, da steht Download auf Englisch. Da klickt ihr einfach drauf und entpackt das Ganze dann in euren DLC-Ordner. Geht natürlich nur auf dem PC, selbstverständlich. Sonst habt ihr ja keinen DLC-Ordner. Creators Club findet ihr hier. Auf der Hauptseite habt ihr hier zu den Zügen Trainingszentrum und dann habt ihr hier den Creators Club und dann Online-Teilen-Hub. Und dann könnt ihr hier bei Lackierungen euch das Passende aussuchen. Schauen wir uns das Ganze mal im Spiel an. Gehen hier einfach mal in den Fahrplanmodus. Nehmen natürlich den ICE1, die Baureihe 401. Dann geht ihr hier auf Creators Club und dann könnt ihr euch hier den Klimaschützer auswählen. Wählt dann die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Wir nehmen hier Berlin Hauptbahnhof nach Basel und springen gleich mal rein ins Spiel und gucken uns das schöne Teil an. Ja, bevor klar war, welcher ICE mitgeliefert wird, der Klimaschützer oder der mit dem roten Streifen, wurde ja viel gemunkelt, obwohl der Screenshot hier zum Beispiel schon ganz klar war. Aber jetzt haben wir halt beide Varianten. Finde ich extrem nice. Ne, die Jungs sind ja immer ganz, ganz schnell. So, wir sind in Kassel-Wilhelmshöhe, steigen hier mal aus und dann gucken wir uns das schöne Gefährt mal aus der Nähe an. Natürlich noch zu und dann haben wir hier den grünen Streifen, Deutschlands schnellster Klimaschützer. Ich fand das ja ganz cool in dem Video, was gestern oder vorgestern rauskam, besser gesagt am Freitag direkt am 2.9., wo ich mit dem ICE3 getestet habe, wie schnell wir hier von Kassel nach Fulda fahren können. Das waren ja 381 km/h. Da hat dann jemand geschrieben, das war definitiv Deutschlands schnellster Klimaschützer. Da musste ich schon ziemlich schmunzeln. Ja, sehr schön. Auch immer sehr hochwertig, was der Matt macht. Hat ja schon für TSW2 viel gerepainted. Und der Tom hat dann immer mit den Repaints vom Matt tolle Szenarien gebaut. Ich denke mal, das wird hier mit dem Klimaschützer auch wieder der Fall sein. Und ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Gucken wir uns von der Seite auch nochmal an. Auch hier die ganzen schönen Überbleibsel von den ganzen Insekten, die der ICE1 leider mitgenommen hat. Ich finde Gebrauchsspuren hier immer schön. Sieht dann nicht so aus, als wäre es gerade frisch aus dem Werk gekommen. Es gibt noch ein schönes Gimmick. Haben wir ja hier auch. Das ist grün unterwegs mit Ökostrom. Aber ein Gimmick hat er noch verbaut. Das hat er mir nämlich gesagt. Das ist so ein kleines Easter Egg, was man vielleicht nicht so gleich auf den ersten Blick sieht. Hier hinter dem Bordrestaurant haben wir nämlich auf dem Wagen, wo ist es da? Wir haben nämlich diesen ICE getauft, oder er hat den ICE getauft auf den Namen Rosenheim. Ne? Der ICE Rosenheim. Nein, ich möchte die Zugsteuerung nicht aufgeben. Sehr, sehr genial. Finde ich wirklich super, dass er an so Kleinigkeiten dann auch denkt. Hat eigentlich jeder ICE einen Namen? Ist jeder ICE getauft? Jeder einzelne? Oder gibt es da auch welche, die ungetauft sind? Aber ja, wirklich. Der ICE3 war ja schon der Hammer. Aber der ICE1 ist halt, ne, weil es der erste ICE halt war, ist halt nochmal so ein
ja, auch so ein Stück Nostalgie irgendwie, auch wenn er heutzutage noch unterwegs ist, aber der jetzt auch schon über 30 Jahre auf dem Buckel, ist halt einfach so, ja, das Zugpferd damals gewesen, ne? Nach der Wende und auch hier auf der Strecke zwischen Hannover und Würzburg war er ja damals quasi der Zug, der die Strecke dann eingeweiht hat, soweit mir bekannt. Schön. Ein wirklich klasse Repaint, eine wirklich klasse Mod, gefällt mir außerordentlich gut. Ja, das soll es gewesen sein. Dazu wollte ich euch nur schnell zeigen, euch nicht vorenthalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo, wenn ihr neu seid, dann verpasst ihr keinen Content mehr zu Transim World 3. Da wird auf jeden Fall einiges noch kommen jetzt im September und auch darüber hinaus natürlich. Ja, danke nochmal für all eure Aufrufe und eure Unterstützung und euren Support. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.